CESS bietet durch die Zusammenarbeit von den drei Instituten eine hervorragende Plattform, um die zukünftigen Herausforderungen der Energiespeicherung und auch in der Wasserstoffspeicherung zu begegnen heraus. Das heißt darum, dass die drei Institute mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen aus der Keramik, aus der Polymerforschung, aus der Fertigungstechnologien sich das Thema, wie bauen wir die Batterien, die zukünftigen, wie nachhaltig kann man die bauen, diese zukünftigen Batterien, adressieren wollen. Aktuell ist das alles noch im Prototyp-Status, deswegen ist unser Ziel und die Hoffnung auch und die Perspektive auch für das CESS, um mit diesem Neubau hier eine Infrastruktur zu haben, um diese Produktionslinien, wie man die Zellen bauen kann, die zukünftigen, abzubilden. Wir wissen sozusagen, wie man Wissenschaft vernetzt, wie man Forschung vernetzt hier in der Region. Das zeigen ja auch die Rankings, wo wir den Spitzenplatz wieder belegt haben. Und damit das in Zukunft auch so bleibt, sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass das CESS sich hier niederlässt und wir viele, viele neue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begeistern können, hoffentlich für diese Region. Also wir lassen uns als Fraunhofer und als Land ja alleine den Bau schon irgendwie 46 Millionen Euro kosten. Wir haben weitere Millionen, die wir dann tatsächlich in die Forschungsarbeit, in die Ausstattung stecken. Das teilen wir uns mit Fraunhofer und dem Land Niedersachsen. Und ich kann mal sagen, wir würden das nicht tun, wenn wir nicht sicher wären, dass das, was hier entsteht, am Ende auch eine langfristige Perspektive, vor allem eine hohe Forschungsrelevanz hat. Und ich meine, das ist der Kern von Fraunhofer, dann ja am Ende auch nicht nur eben auf der Frage von Forschung stehen zu bleiben. Und damit will ich überhaupt nichts gegen Grundlagenforschung oder Ähnliches sagen. Aber es ist ja eben das Profil, dann das Ganze auch so industrienah, anwendungsnah zu machen, dass man es eben auch überführt. Und insofern bin ich mir auch sicher, dass wir eine lange Perspektive haben. Und deswegen lassen wir uns das mit gutem Gewissen auch so viel Geld kosten. Thank you.